Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das XY-Instrument oder das XY-Instrument. Was das ist und wie ihr das benutzt, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch mal los. So, ich habe hier schon mal so ein XY-Instrument reingeladen. Das kriegt ihr ganz normal, wenn ihr auf das Plus-Symbol klickt und dann XY eingibt, das Instrument auswählt, okay, und dann ist das Instrument da. Ich habe das deshalb schon mal reingezogen, weil ich ein paar Dinge vorbereitet habe. Aber ich erkläre jetzt erstmal so das Instrument an sich. Ganz normales Device, hat einen Ausschalter, hier der Preset-Knopf, der Name des Instrumentes. Dann gibt es hier einen Zahnrädchen, wenn ich da drauf klicke, geht hier so eine Spalte auf, wo ich mit zwei Rädchen X und Y den Knopf auf der X- und auf der Y-Achse verschieben kann. Dazu habe ich noch Modulatoren, die ich benutzen kann. Dann habe ich hier diese Fernsteuerfunktion, wo auch schon wieder X- und Y-Knopf miteinander verbunden sind. Und natürlich habe ich noch die Möglichkeit, wie in jedem Bitwig-Device, die Modulatoren hinzuzufügen. So, konzentrieren wir uns aber jetzt erstmal auf das zentrale Device. Ich habe hier so ein Feld, das kennt ihr von den von Synthesizern oder anderen Gerätschaften, die so ein Touchpad haben oder so einen Joystick, den man benutzen kann. Und mit diesem Joystick oder Touchpad kann man eben diesen Knopf durch die Gegend schieben. Links und rechts oben, genauso wie links und rechts unten, gibt es sogenannte Container. Und in diesen Containern kann man Instrumente reinpacken. Das habe ich schon mal gemacht. Container A hat ein Instrument, Container B, C und D haben Instrumente drin. Unterschiedliche Multisample-Instrumente, Plugins, was auch immer. Dann gibt es einen Pre-FX-Container für Soundveränderungen, die ich vor den Effekten hinpacken möchte, und dann noch Post-FX, das heißt, nachdem hier die ganzen Instrumente den Sound durch den Pre-FX geschickt haben, können die nochmal hier durch den Post-FX durch nochmal verändert werden, bevor es dann in die normale Kette in dem Device-Fenster weitergeht. Ich habe in Post-FX einfach nochmal ein Delay 2 in den Reverb reingetan, weil es sich damit immer so ein bisschen besser anhört. So, und wie gesagt, habe ich hier schon Instrumente in diesem XY-Instrument drin. Und im Prinzip war das schon das ganze Instrument. Also mehr macht das nicht. Es ist eigentlich so ein Container mit Steuerungsmöglichkeit. Aber um euch das mal zu demonstrieren, wie sowas klingen kann, wie gesagt, habe ich was vorbereitet. Und ich spiele das jetzt einfach mal ab und ihr hört einfach, wenn ihr wollt, zu. Ansonsten war es das schon mit dem Video. Thank you.
Ja, so kann man so ein bisschen vor sich hin träumen und spielen, wenn es jetzt so mit so getragenen Instrumenten ist. Das geht bestimmt auch ein bisschen hektischer, aber das hat mir jetzt gerade so ganz gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Liked das Video, abonniert den Kanal, schreibt mir bitte Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören, was euch gefällt, was ihr vielleicht auch zum Beispiel mit diesen Sachen macht. Vorschläge. Ich würde mich einfach freuen über ein bisschen Feedback. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.